Rider, stieg low, nigga. Du musst schon jetzt draufgehen. Eigene Daten. Ich hab noch nie einen Lebenslauf geschrieben. Ich hab mir die immer schreiben lassen. Von so Spasti. Also so von so Kinder. Stop, nigga. You know I don't quit. You see him back and I'm coming to smash your shit. And I log back with the dog and bust a bus, nigga. This time I brought me your shovel so I can come and dig another grave. Also da muss ich ja hier drauf drücken, ne? Textdokumente. Die brauchen das nur für diese Akte von denen. Das nervt mich, dass man sich dann da hinsetzen muss und hier den Scheiß schreiben. Aber schreibt den Lebenslauf nicht richtig. Im Jobcenter braucht man das nicht, um ordentlich zu schreiben. Die sollen froh sein, wenn die den Dreck hier haben. Ziel der Jobcenter ist es, ihre Kunden in einen festen Job zu vermitteln. Ob Vanessa will oder nicht, der Lebenslauf ist eine Voraussetzung dafür. How? Schule. Was heißt Dings, ne? Abschluss. Das ist jetzt kein Abschluss, wo man sagen kann, ich habe einen Abschluss gemacht. Hauptabschulschluss oder Realabschluss. Ne? Das kann ich jetzt nicht sagen. Halt ein Abgangszeugnis der Neuen, dass ich einfach in der Neuen gesagt habe, ich mache jetzt hier nicht meinen Abschluss weiter. Ich bin lieber rumgelaufen, hab Scheiße gebaut. Das schreibt die Kölnerin so zwar nicht in ihren Lebenslauf, aber man kann es auch ganz gut zwischen den Zeilen lesen. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Sachen, warum ich mir manchmal denke, ich will nicht arbeiten. Für was? Für das Staat? Um mir mein Geld wegzunehmen? Nö. Man geht zum Jobcenter, will die Hilfe bekommen, dass man eine Arbeit findet. Aber was geben die einer 19-Jährigen? Hausverbot anderthalb Jahre, sind die doof? Ehrlich, den hat man echt, ey, die sind so oft gegen die Schleuse geschwommen bei den Eltern im Bauch. Oder den hat man ins Gehirn gekackt. Irgendwas ist da bei der Geburt schiefgegangen, auf jeden Fall bei dem Jobcenter. Als sie das Ergebnis ihrer Arbeit ausgedruckt vor sich sieht, kommen selbst Vanessa Bedenken. Ganz ehrlich, so sieht kein Lebenslauf aus. Aber für den Jobcenter reicht das. Ja, so gebe ich den ab. Neumünster. Trotz Rente muss und will Lothar arbeiten. Er verdient sich mit dem Verkauf eines Straßenmagazins etwas dazu. Früher hat er 40 Jahre lang als Konditor gearbeitet. Es ist ein Traum von mir, wieder als Bäcker zu arbeiten. Würde ich auch sehr gerne machen. Und ich habe mir einen Lebenslauf schon mal vorbereitet. Den Lebenslauf habe ich mit der Hand geschrieben, zumal ich keinen Computer habe. Und ich werde gucken, heute mal noch bei Bäcker nachzufragen, ob ich wenigstens noch als Aushilfe arbeiten kann. Vorteile habe ich dadurch finanziell, auch wenn nur als Aushilfe, ist aber ein Zubrot. Und auch, ich vermisse das so, überhaupt mit den eigenen Händen wieder was herzustellen. Meinen Beruf habe ich immer geliebt auch, sonst hätte ich den Beruf auch nicht gemacht. Die Arbeit in einer Bäckerei wäre für den 66-Jährigen attraktiver und vor allem lukrativer als sein momentaner Zeitungsjob. Guten Tag. Wie ist mein Name? Ist ja. Der Chef zu sprechen? Nee, der ist leider im Moment nicht da. Nicht da? Nee. Es geht um, ich wollte mich suchen, eine Arbeitsstelle als Konditor. Ja. Eine Vorstellung, aber bin Rentner, um was zuzuverdienen als Aushilfe oder auf. Ne? Ja. Ist denn eventuell, wissen Sie, ob der was möglich ist, ob ich noch mal nachfragen soll? Nee, also Aushilfe im Moment oder Konditorei mit ich gar nicht im Moment, nee. Na ja, okay. Ja, tut mir leid, ja. Na ja, ich wünsche alles Gute und vielen Dank. Ja, danke ebenso. Danke auch. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Leider war es jetzt hier nichts. Ich werde es weiter versuchen. Das nützt mir nichts, wegen den einmal höre ich nicht auf. Ich gucke da nicht weiter irgendwo. Irgendwann muss da was gehen. Lothar hat seinen Arbeitsplatz vor 7 Jahren verloren, als ein Großkonzern seine alte Bäckerei übernommen hat. Danach hat er keine Stelle mehr gefunden. Und auch als Aushilfe sieht es schlecht aus. Ich habe heute überhaupt kein Glück. Das deprimiert einen schon ein bisschen. Und manche blocken sofort ab und nee, kein Interesse. Oder wer wirklich ein bisschen gefragt hat, dann auf einmal kämen Interesse. Wie alt sind Sie? 66. Nee, tut uns leid. Ja, fühlt man sich da abgeschrieben, oder? Ja, das abgeschoben, abgeschoben, also als wenn man nichts mehr wert wäre. Lothar versucht es weiter.
Früh am nächsten Morgen geht es zu einer Bäckerei im 30 Kilometer entfernten Kiel. Chef Kai Lück nimmt sich Zeit für ein Gespräch. Und zwar, ich habe eine Frage. Ich bin zwar Rentner, ob Sie vielleicht eine Aushilfe brauchen können. Ich bin gelernter Konditor. Konditor, gelernt? Ja, habe auch jahrelang gearbeitet. Bis zur Rente gearbeitet? Ja, in den letzten 5 Jahren habe ich jetzt Zeitung verkauft, aber was anderes gemacht. Ich habe mal so einen kleinen chronologischen Lebenslauf mitgebracht. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich den gerne mal an. Zeugnisse habe ich leider keine mehr. Die ganzen Papiere hatte ich ja bei mir im Wohnwagen und der ist ausgebrannt. Nachdem Lothar seinen Job verloren hatte, konnte er sich seine damalige Wohnung nicht mehr leisten und hat im Wohnwagen gelebt. Bei dem Brand hat er alles verloren, auch sämtliche Unterlagen. Und deswegen hatte ich auch mit der Rente so viel Ärger. Ja. Es sind noch einige Jahre, die noch nicht ganz anerkannt sind, obwohl die haben das mittlerweile über die Krankenkassen, wo ich versichert war, konnten sie die Zeiten und wegen der Berechnung das feststellen. Bis die Angelegenheit geklärt ist, beträgt Lothars Rente knapp 430 Euro. Eine Stelle in der Bäckerei wäre für ihn deshalb eine große Hilfe. Das Erste, wie oft wollen Sie arbeiten? Was stellen Sie sich vor? Was möchten Sie? So wie Bedarf ist. Zeit habe ich ja. Ja. Wie gebraucht werde. Ja. Ich bin unabhängig von Wochentag, also, Sonntag, egal. 450 Euro, 800 Euro. Weil ich kriege nur geringe Rente. Bis 1665 ist insgesamt steuerfrei. Mhm. Ne? Und ich habe noch nicht mal 500 Euro Rente. Das Alter spielt keine große Rolle. Er ist natürlich sehr alt und wir wissen auch, dass er körperlich wahrscheinlich nicht mehr diese Leistung bringt wie ein 20-Jähriger. Aber das ist nicht gefordert. Wir suchen Leute, die handwerkliches Geschick haben und die Fingerfertigkeit und eventuell auch alte Rezepte, alte hergebrachte Rezepte. Und da ist das Alter wieder was ihm zuspielt. Wir könnten schon Unterstützung gebrauchen, nicht jeden Tag, also ab und an. Ich bin flexibel da drin, ich bin ja alleine. Wären Sie bereit, mal eine Probe zu arbeiten oder ein Praktikum zu machen oder irgendwie sowas in der Richtung? Aber ich würde jetzt, aktuell, jetzt in diesem Punkt, mal sehen, was Sie können. Hätten Sie Lust, mal in die Backstube mitzukommen? Ja. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, was er zeigt. Ich halte mich da auch gleich raus, ich übergebe das an meine Konditoren. Und die sollen immer auf Herz und Nieren prüfen, soweit das in der Kürze der Zeit möglich ist. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich jetzt so eine kleine Arbeitsprobe machen sollte. Sonst hätte ich mich darauf ein bisschen vorbereitet. Kommt darauf an, ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt. Lothar sucht einen Nebenjob als Konditor. Bei seiner ersten Arbeitsprobe ist er extrem nervös. Er ist immerhin schon 7 Jahre raus aus dem Job, hat aber offenbar nichts verlernt. Das sieht man, dass der Lothar schon mal in einem Betrieb gearbeitet hat und dass er auch schon früher Ornamente gespritzt hat, weil sonst wären die auf jeden Fall nicht so sauber geworden. Lothar backt regelmäßig für Freunde und Nachbarn. In einer richtigen Backstube zu stehen, ist für ihn aber etwas ganz Besonderes. Das ist ein super Gefühl, dass man mal wieder vernünftige Produkte machen kann. Da fühlt man sich direkt wieder fit und jünger auch. Entscheidend ist jedoch, dass er mit seiner Leistung auch den Chef, Kai Lück, überzeugt. Oh, Lana. Das sind die? Ja, das sind die. Besonders der gefällt mir gut. Handwerklich nicht viel auszusetzen? Überhaupt nicht. Und mit ein bisschen Übung, würde ich sagen, ist auch alles wieder machbar. Die erste Arbeitsprobe war erfolgreich. Doch Lothar bleibt bescheiden. Meine Hoffnung ist, dass ich mal ein Praktikum machen kann für mehrere Tage. Und dann, dass er dann sieht, dass er mich gebrauchen kann, für wenn Not am Mann ist. So, Lothar. So, wie verbleiben wir, Kai? Ich habe erstmal deine Telefonnummer, deine Daten, Kontaktdaten habe ich. Ich würde vorschlagen, also wir können zu einer Einstellung jetzt überhaupt nichts sagen. Nein, das ist so kurz, dass ich mich melde bei dir und dass wir dann mal einen Termin vereinbaren, vielleicht schon nächste Woche für ein Praktikum. Genau, mal eine Woche durch. Ja. Kai Lück möchte sehen, wie zuverlässig und belastbar Lothar im Arbeitsalltag ist. Eine große Chance für den Rentner. Für mich bedeutet das wirklich, das ist wie ein neuer Anfang, wie ein neues Leben. Das ist, also das kann man gar nicht ausdrücken. Ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber. Und da freue ich mich von ganzem Herzen. Und ich werde das auch machen, dass auch die anderen zufrieden sind. Dass auch ältere Leute noch was machen können, was die Jungen keinen Bock drauf haben. Apropos kein Bock. Statt sich um einen Job oder eine Ausbildung zu kümmern,
hängt Vanessa aus Köln lieber bei Freunden oder auf der Straße ab. Manche denken, die ist doch bestimmt voll die Assi. Es ist mir eigentlich egal, was die denken. Nur man sagt ja, das Denken sollte man den lieber den Pferden lassen als den Menschen. Geiles Auto. Ich gehe jetzt auf die Sonnenbank. Bisschen Sonnen. Wie bezahlst du die Sonnenbank? Solange ich kein Hartz-IV-Geld kriege, kriege ich von meiner Mutter ein bisschen Geld. Davon gehe ich dann auf die Sonnenbank. Einmal auf die ganz starke. Für 20 Minuten. Sind dann zusammen 16,50 €. Die Leute, die vielleicht auch nicht unbedingt sehr viel Geld zur Verfügung haben, aber für die Schönheit denke ich mal, dass sie da auch Geld ausgeben dafür. Auch wenn es nicht immer da ist. Da steht eine ganz schön schicke Karre vor der Tür. Ja, das Auto gehört mir. Ich muss jetzt nicht unbedingt den Preis nennen, aber wenn man dafür hart arbeitet, dann kann man sich auch was leisten. Aber dafür muss man auch sehr viel tun. Denn die Behörden haben Vanessa im Auge. Und dieses Mal ist es mit Hausverbot nicht getan. Hallo Mama. Hi. Was hast du denn da? Amtsgericht. Wir haben Beschluss, Stellungsbrief, dass ich mich morgen stellen muss. Ja, dass ich in den Jugendknast gehe. Wegen Körperverletzung wurde Vanessa zu Sozialstunden verurteilt, hat sie aber nie angetreten. Die Folge? Knast. Ja, ich habe Straftaten begangen. Und jetzt muss ich dafür gerade stehen. Die haben mich für 40 Sozialstunden verurteilt. Ja, aber da ich ja 5-mal im Krankenhaus lag, konnte ich diese Sozialstunden nicht antreten. Da habe ich dich ja nicht auf die Welt gesetzt, um, weiß ich, dass ich mir ständig und ewig Sorgen mache. Ich brauche auch später mal deine Hilfe. Und, weiß ich nicht. Ich mache mir riesengroße Sorgen. Vanessa gibt sich oft cool und unnahbar. Heute lässt sich erahnen, wie es hinter dieser Fassade aussieht. Ja, ich ärgere mich natürlich. Ich ärgere mich auch, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Dass das so weit kommen musste. Das ist ja das, was ich vermeiden will. Dass sie nicht dran kaputt geht und dass die nicht sehen muss, wie ich im Knast sitze. Es ist ja nur ein Fakt, dass ich dich hier auch brauche. Wenn ich hier mal irgendwo Hilfe brauche, wen rufe ich dann an? Die Heinzelmännchen, oder? Vanessa wird klar, wie sehr sie ihre Mutter mit ihrer Haltung und Lebensweise verletzt. Die hat das nicht verdient, so eine Tochter zu haben wie mich. Und ich habe nur Scheiße gebaut. Und es tut weh, meine Mutter leiden zu sehen. Was wirst du denn damit machen, wenn dass du nicht in den Knast kommst? Ja, entweder mache ich Widerspruch und sage, sie können mir kein Urteil geben, wenn ich nicht da war. Oder ich sage, ich will Ratenabzahlung machen. Das sind 350 Euro. Hast du das Geld? Ach, nee. Ja. Oder ich mache Sozialstunden 40 oder ich gehe in den Knast. Ich glaube, das ist jetzt das Härteste, was wir in den ganzen Jahren mitmachen. Sie ist oftmals an der Grenze, wo ich sage, Schluss, Ende, aus. Aber jeder, der ein Kind auf die Welt gesetzt hat, versucht, noch den letzten Funken rauszuziehen. Ich hoffe, dass der irgendwie eine Lösung einfällt, weil so können wir nicht mehr weitermachen. Das schaffe ich auch nervlich nicht mehr, ehrlich nicht. Ich könnte heulen. Zum ersten Mal seit langer Zeit zeigt Vanessa so etwas wie Schuldgefühle. Ich habe keine Angst vor dem Knast, ne, aber zu sehen wie oder zu spüren, dass man weiß, man hat eine Mutter draußen, die gerade bestimmt voll am Weinen ist, das tut weh, ne? Ich gehe jetzt zum Anwalt,
und sagte ihm, der soll dich anrufen und ich rufe dich danach an. Ja. Tschö. Tschö. Nach Abzug aller Rechnungen hat Rentner Lothar nur 100 Euro im Monat zum Leben. Er verdient sich als Zeitschriftenverkäufer etwas dazu und zahlt so sein Fahrrad ab. Heute ist die letzte Rate von 20 Euro fällig. Dieses Geld brauche ich, um wieder neue Zeitung einzukaufen, weil das der Einsatz ist. 12, 13, 14,20 Euro habe ich hier. Ist Verdienst, also das ist ja kein Verdienst und das ist viel Geld. Ja, das ist ja schon, da fehlen nur noch 5,80 Euro für die 20 Euro. Und da weiß ich, dass noch mehr drin ist. Schauen wir mal, wie viel ich da habe. So, hier habe ich jetzt drin 2, 4, 6, 8, 10. Ach, da habe ich ja sogar noch einen Fünfer für mich jetzt übrig, wenn ich das Fahrrad bezahlt habe. So, da haben wir die, das ist jetzt das Geld fürs Fahrrad. Lothars Freund Harry hat ihm das neuwertige Rad für 100 Euro verkauft und wollte ihm die letzte Rate sogar erlassen. Doch der 66-Jährige hat seinen Stolz. Ich bin hier, um meine Schulden zu bezahlen. Für das Fahrrad. Ja, ist in Ordnung. Ja? Top in Ordnung. Seh zu, wo du das herkriegst, aber komm her. Dann halt mal die Hand auf. 1, 2, 3, 4, 5 ist 10. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Jawohl, wunderbar. War die letzte Rate fürs Fahrrad. Ich freue mich, jetzt ist es meins und bedanke mich recht herzlich, hat mir so günstig verkauft das. Also jeden hätte ich das Fahrrad so günstig sicherlich nicht verkauft. Lothar gerne, weil er sehr hilfsbereit ist. Und wenn du mal wieder zum Einkaufen brauchst, rufst mich an, hole ich dir. Ja, alles klar. Geht okay, los. Tschüss. 5 Monate hat Lothar für sein Rad gearbeitet. Jetzt ist es endlich seins. Arbeiten lohnt sich einfach immer. Jede Arbeit lohnt sich. Auch jetzt, was ich habe. Ich sehe doch, was habe ich damit zusätzlich das erreicht, dass ich mir so ein neues, tolles Fahrrad kaufen kann. Also lohnt sich doch Arbeit. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich kein Fahrrad. So einfach ist das. Vanessa aus Köln wurde wegen Körperverletzung zu 40 Sozialstunden bzw. 3 Wochen Jugendarrest verurteilt. Ihre Mutter Brigitte macht sich große Sorgen. Vanessa hat sich nicht um die sozialen Stunden gekümmert und dann irgendwann standen hier 2 Polizisten und wollten sie halt mitnehmen, aber sie war ja halt nicht da. Okay, das heißt ganz konkret, Vanessa wird derzeit per Haftbefehl gesucht? Genau. Eigentlich wollte Vanessa zu einem Anwalt gehen, stattdessen ist sie einfach untergetaucht. Für mich persönlich ist das der Horror. Das macht mich wütend. Aber letztendlich weiß ich auch nicht, wo sie ist. Ob sie irgendwo unter der Brücke schläft oder keine Ahnung was. Ich vermute, dass sie schon ganz unten in der Gesellschaft ist. Aber wahrhaben möchte ich es doch nicht, dass Vanessa so tief gefallen ist. Brigitte hat Angst um Vanessa. Sie quälen Selbstvorwürfe und immer die gleiche Frage: Was ist schiefgelaufen? Ich habe sie 14 Jahre alleine großgezogen. 20 Jahre ist mein erster Mann tot. So, und irgendwann ist der Punkt angekommen, dass du nicht mehr kannst. Und du musst trotzdem als Mutter weitermachen. Ja, so ist das. Ich kann nicht mehr. Entschuldigung, aber ich kann nur nicht mehr. Siebzehn Tage später wird Vanessa von der Polizei in einem Kölner Park aufgegriffen. Den 3-wöchigen Dauerarrest musste sie direkt antreten. Rentner Lothar leistet in der Bäckerei Lück ein 1-wöchiges Praktikum ab. Wenn alles gut läuft, kann er als Aushilfe anfangen. Mit einem deutlich besseren Verdienst als bei seinem Zeitungsjob. Der Lothar macht einen guten Eindruck. Er wirkt ehrlich, ist handwerklich begabt. Ja, die Bezahlung, das ist bei uns allgemein üblich. Wir zahlen nach Tarif.
Das heißt, es gibt einen Tarifvertrag, der liegt zugrunde und wir rechnen dann mit ihm über die Stunden ab. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, in meinem Leben überhaupt noch mal in dem Beruf überhaupt etwas zu machen. Und wenn du aushilfsweise, da bin ich so super und freue mich drüber. Also ich kann ja kaum abwarten, dass ich hier anfange.